Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo die nächsten Risse auf der Fortnite Map entstehen und auch wann sie entstehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Runde. Dann zeige ich euch dort zum einen, wie man die Risse erkennt. Und dann zeige ich euch auch noch, an welchen Stellen genau die Risse letztendlich sind. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass ich dieses Video schon mal aufgenommen habe. Allerdings wurde da die Karte irgendwie nicht eingefügt. Deshalb jetzt einfach nochmal das komplette Video neu gemacht. Dann lösche ich das andere. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Ich bin jetzt in der Runde und der Spielwiese. Und hier könnt ihr schon ein bisschen etwas erkennen. Nämlich hier fehlt ja Gras und das Ganze ist so ein bisschen abgesenkt. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass ein Riss entsteht. Es ist abgesenkt, weil wenn ein Riss entsteht, die Erde aufplatzt, wodurch sie ein bisschen nach oben geht. Deshalb hat das Epic Games so einprogrammiert. Hier sieht man wirklich haargenau, wo der Riss entlang geht. Und dazu habe ich auch eine ganze Karte erstellt, wo dann auch die Zeiten zu sehen sind. Die werde ich euch jetzt einfügen. Genau, ich wollte sicherlich tanzen, nicht? Der solltet ihr jetzt eingeblendet sehen. Überall, wo rote Striche sind, wird noch ein Riss entstehen. Standpunkt 18.02. um 17 Uhr. Und überall, wo blaue Linien sind, da ist schon ein Riss entstanden. An der Seite seht ihr die ganzen Zeiten. Wo ein Häkchen vorsteht, da ist diese Zeit schon vergangen. Ja, ich bin jetzt bei The Block. Hier sieht er ja schon den Riss. Eigentlich sollte bei The Block hier auch die ganzen Bäume so braun sein. Hier ist der Riss ein bisschen unter dem Stein hier drin, weil der frühe Risky Reels auch tiefer war. Und diese Textur von The Block ist ja nur oben drauf geschmissen. Sieht man hier ja auch am Lama. Und ich kann hier nochmal ganz kurz die Karte einblenden. Seht ihr ja oben sind schon zwei Risse. Der eine ist hier, der nördlichere ist heute Morgen ins Spiel gekommen. Den hatte ich auch schon im letzten Video auf der Karte markiert. Und es ist schon ein relativ langer Riss. Und wenn man jetzt hier weiter guckt, war da drüber ja auch noch ein Blaustrich. Der beginnt nämlich an der Stelle und geht dann ins Wasser unten rein. Da bin ich schon wirklich gespannt drauf, was passiert, wenn er hier hinten dann raustritt. Wobei das Gras natürlich auch nur bis hier geht. Aber wäre eigentlich ganz cool, wenn er raustreten würde. Dann, ja, gebe ich nochmal so ein kleines Special-Event zu dem Riss. Werde jetzt zum einer der schwierigsten erkennbaren Risse fliegen. Nämlich der bei Lazy Links. Dort ist es nämlich so, dass ja die ganzen Goldfelder keinen richtigen Rasen haben. Durch man es schwierig erkennen kann. Oh, hier ist. Der ist mir noch nicht aufgefallen, der Riss. Der ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Da seht ihr ja. Das hier ist ein Schnitt im Gras drin. Den werde ich dann auch noch hinzufügen. So eine Karte. Ich werde dann auch irgendwie so alle 3 Tage ein Update geben, wo neue Risse vielleicht entstanden sind. Ja, das ist hier auch ein sehr interessanter Riss. Geht hier einmal oben rüber. Und er ist vor allem extrem lang. Geht dann auch bis hier hinten. Ja, man findet generell eigentlich immer ab und zu mal neue Risse. Hier mal nicht ganz so leicht jetzt ohne einen Anhaltspunkt die zu finden. Auf jeden Fall wisst ihr schon, dass hier ein Riss dann entsteht. Und jetzt fliegen wir wirklich nach Lazy Links. Hier bei der Brücke ist ja schon ein Riss entstanden. Aber es wurde auch noch kein Gebäude oder so wirklich zerstört. Ist auch hier das kleine Stück bei der Brücke, aber das ist eigentlich nicht nennenswert. Einmal noch hier rüber. Die Brücke,
Dann da hinten noch kurz mal hoch. Da vorne endet dann ja auch gleich der Riss. Ich blende euch währenddessen schon mal die Karte ein. Solltet ihr die jetzt eigentlich gerade sehen. Und die beiden roten sind, die beiden blauen sind ja jetzt schon da. Und jetzt wird eben halt als nächstes, Karte wird mal wieder ausgeblendet. Wo war der Anschluss? Ich glaube hier, genau. Hier, gucken das Schwierige. Hier weiß man eigentlich, dass ein Riss entstehen wird. Aber man kann es zwischen den ganzen Feldern ein bisschen schwierig sehen. Hier geht der Riss dann entlang. Hier hat man schon wieder das Sichtproblem. Man kann sich eigentlich vorstellen, dass er hier durchgeht. Dann endet er anscheinend einmal hier. Und hier geht eventuell dann noch weiter. Und dann geht der Riss von hier aus einmal bis zu dem Baum, bis zur Tanne da hinten. Hier zwischen den Feldern entlang. Dann geht er einmal nach links und hier nach rechts irgendwo beim Golfplatz hin. Ja. Also hier macht er immer geschickten Bogen um Lazy Links. Ich glaube, dass sie noch keine Gebäude zerstören wollen, bevor dann die Season 8 beginnt und dann dort werden wahrscheinlich ordentlich Sachen zerstört. Ich kill mich hier kurz selbst, damit ich schneller zum nächsten Riss komme. Während ich dahin fliege, kann ich ja noch ein bisschen etwas zum Driftboard erzählen. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass das schon zu Weihnachten angekündigt wurde, es dort aber einen Fehler gab und ich denke mal, es wird jetzt so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Jetpack haben. Es ist immer ab und zu zum Beispiel im Drift Spielmodus reinkommt und dann für eine gewisse Zeit auch im klassischen Spielmodus jetzt ab Dienstag bleibt. Hier sind ja die ganzen drei Risse schon fertig. Ich gucke nur, ob hier eventuell noch ein weiterer längs führt. Aber so sieht es nicht aus. Ja. Es sei denn, hier vorne wäre noch einer. Aber so ist es nicht. Das heißt, hier ist der Riss erstmal beendet. Der von Tomato Temple. Und jetzt, ich kann ja nochmal alle kurz die Karte einblenden. Seht ja, einmal ist oben bei Risky, bei The Block sind die Risse, dann von The Block rüber zu Lazy Links. Habe ich ja noch einen entdeckt, der da zu den beiden Häusern geht, links von The Block. Die nach Dusty sind fertig. Einer geht noch unter Tomato Temple entlang und dann Richtung Retail Row. Man sieht auch alle entspringen im Prinzip von dem Punkt da, von der Statue. Das alles hat, glaube ich, etwas auch mit dem Feuerkönig, also mit dem Gefangenen zu tun. Der verursacht die ganzen Erdbeben und Risse. Er wurde ja auch vor kurzem freigeschaltet auf die letzte Stufe. Ich finde echt wieder ganz cool, dass es so viele Events gibt, wo man jetzt täglich auch drauf achten kann, ob da etwas passiert. Es dauert nicht lange bis hinterm Containerland. Ist ganz praktisch eigentlich immer, dass man auf geringerer Schwerkraft spielen kann. Einmal noch hinter das Containerparadies. Und am Ende müssen dann 25 Risse entstehen. Und ich glaube, wir haben bisher auf der Karte, abgesehen von dem einen, der fehlt, auch noch nicht 25 Risse. Aber hier der Riss geht da ja einmal da oben hin und dann hinter dem Berg entlang. Hier, genau. Und der Riss ist auch wieder ein sehr langer. Der geht immer bis zu Retail Row, wie ihr es wahrscheinlich auf der Karte gesehen habt. Hier neben der Straße entlang. Einmal hier ein bisschen den Berg hoch. Da rechts teilt er sich auf.
Hier links geht dann auch noch den Berg hoch. Auf der anderen Seite geht ein Riss dann weiter. Und der geht eben halt hier wieder an der Kante entlang. Dann da hinten zwischen den Zäunen entlang. Und noch ein bisschen auf dem Bergrücken entlang. Das waren dann auch schon alle Risse, die bisher eigentlich so bekannt sind. Ja, die Daten stehen ja auf der Karte, wann die Risse entstehen. Welcher Riss zu welcher Zeit entsteht, weiß man natürlich nicht. Aber man kann sich ja immer so ein bisschen denken, wann die Risse kommen. Es werden jetzt nicht dreimal hintereinander an einem Ort Risse entstehen. Und halte ich auf dem Laufenden. Irgendwie alle 5 Tage ein Video dazu. Dann auch gerade am Ende seht ihr, dass noch mehr Risse kommen. Am 23. kommen zum Beispiel viele und dann auch nochmal 24., 25. und 26., 27. Die Tage kommen viele Risse, wo ich euch dann auch manchmal mit Streams auf dem Laufenden halte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und Like da. Vergesst nicht, die anderen Videos auch nochmal auszuchecken, die ich bisher gemacht habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.